Moin Leute, hier zurück bei FIFA 18 mit meinem kein problemlosen Spiel. Hier Spieltag 15 wird angezeigt. Es war falsch, Spieltag 16. Ja, wir spielen auswärts hier mit Werder. Oder ich spiele Werder. Bei Bayer 04 Leverkusen. Ja, Anpfiff ist. Müssen wir selber mal eben gucken, wenn der Anpfiff ist. Oh, mein Handy spinnt wieder rum hier. Danke dir, Handy. So sieht es im Moment aus. Ist das auch richtig, die Tabelle? Ich glaube nicht. Nein, die war nicht richtig. Ja, Anpfiff ist der 13.12. Mittwoch um 20:30. Ja, Leverkusen hat das letzte Spiel ja gewonnen. In Freiburg mit 2-0 auswärts. Und wer das Spiel jetzt in Dortmund gewonnen mit 2-1 auswärts. Hätte noch viel höher ausfallen können, weil das war echt eine miserable Ausbeute von den Vorstößen von Werder und die hatten echt ganz oft gute Chancen und haben es dann vertändelt. Zudem ist leider Finn Bartels stark verletzt, der fällt erstmal aus. Der fällt lange aus, weil Achillessehnenferse ist gerissen, wurde auch schon operiert, wie ich gehört habe. Und eventuell will Frank Baumann dann doch nochmal in der Winterpause Ersatz holen für ihn, weil ein wichtiger Stammspieler, dementsprechend muss noch Ersatz geschaffen werden. So ist es halt im Moment leider. Leider kaputt gemacht von Sokrates. Aber gut, war ein normaler Zweikampf. Passiert, aber ist echt übel. Was ist für ein Fersenabriss? Nicht gut. Was? Das war ein Foul, ist klar. Lüge. Zudem die KI ist auf Profi gestellt, Einheitszeit geht 6 Minuten. Und ja, der da braucht die Punkte immer noch. Ich weiß gar nicht, welchen Tabellenplatz sie haben. Ich muss mal gucken, ob sie es hinkriegen jetzt in der Zeit hier. Die Daten fliegen hier so durch die Gegend. Ne, warte mal, ich muss mal eben schnell hier mein Passwort eingeben hier. Lalalala. Sehr gut vorbereitet wie immer. So läuft das bei mir. So, weiter geht's. Aber ich habe keine Zeit, muss arbeiten. So ist es halt. Deswegen wird sie erst vorbereitet, wenn das Spiel läuft. So. Also mein Tipp ist auch 2-1 für Werder. Da Werder hat gerade einen guten Lauf. Kruse ist gut drauf. Dementsprechend ist das eine Möglichkeit. Ergebnis hier. Ding dong. Schade. Oh, geht noch weiter. Ah, noch gerettet. Da oben. Ja, Mann, im Nachschuss. So sieht's gut aus. So ist es schön, meine Freunde. So soll es laufen. Jetzt habe ich kurz meine Zeit, hier mal in die Tabelle zu checken. Tabelle da. So, Leverkusen aktuell auf 5. Platz mit 24 Punkten. Und wir da aktuell auf dem 17. Platz immer noch mit 14 Punkten. Freiburg davor mit 15, Hamburg 15, Mainz 16. Jo, das wird ja noch ordentlich knappig, ne? Wie gesagt, Frank Baumann sagte ja auch im Interview, es wird wahrscheinlich bis April dauern, bis wir außer Gefahr sind. Ne? Das wird noch ein knappes Ding. Wie immer eigentlich für Werder, ne? Jede Saison ist immer knapp. Und, oh, schade, weiß ich gerade Fetter Rupp hier. Nee, ne? Ah, oh, schade. Keine Ecke. Was? Ja, Eckstein hat auch ein geiles Tor geschossen in Dortmund. Schönes Ding. Echt super gemacht. Lange Eck. Erst sah es so aus, als wenn er das vertändeln würde und dann wunderschön noch abgezogen und dann richtig schön lang ins lange Eck. Dann noch schön das Tor von Selassie. War auch sehr gut. Auch oh, schade. So, Konzentration. Die Ball her. Tja, das verarscht mich noch. Boah, ich meine, gut, dass ich einer der besten Torwärter im Moment in der Bundesliga ist halt. Pavlenka, so. Kann ich auch noch nicht. Na, üben. Ah, kam sogar noch einigermaßen gut an. Mhm.
Ah, abseits, oder? Nee. Mist, das ist ja abseits. Nein, falschen Knopf gedrückt, einmal zu viel gedrückt. Ja, jetzt, ne? Ist klar. Jetzt drücke ich einmal zu viel und jetzt sagt er hier, Ball wurde gespielt. Wenn ich in einer Notsituation bin, wenn ich die Bälle hinten rausschlagen soll und ich drücke wie blöd, da passiert gar nichts. Aber jetzt da vorne im Angriff, vertändet er den Ball. Ist klar. Haut den Ball da raus. Boah. Boah, erstmal retten. Boah, Leverkusen ist am Drücker dran hier. So, Gegenangriff. Über rechts. Oder auch nicht, weil keiner mitläuft. Ja, toll. Tolle Sache. Oh, da ist die Lücke. Ding dong. Kurz geschaut, angehalten und Schuss. Eckstein, hast du verdient. Sehr schön. Ja, wunderschön. 2-0 schon mal. Lücke gesehen und weggelaufen. So kann es weiterlaufen. So bin ich zufrieden. Können sie spielen, die Leverkusener, kein Problem. Und wir die Lücke gefunden. Ja. Oh, gut, da war ich zu viel. Schade. Ja, lustigerweise funktioniert bei FIFA 18 im Moment nicht mehr das Bundesliga-Freundschaftsspiel, also das Bundesligaspiel sozusagen. Ich bin da auf Werder Bremen eingestellt, ne? Das heißt. Oh. Nein! Normalerweise zeigt sie mir dann immer an, was das nächste Bundesligaspiel ist, nächste Spieltag, aber irgendwie steht immer nur Werder Hamburg da. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwas stimmt da nicht. Keine Ahnung, wie ich das beheben kann, diesen Fehler. Aber ich muss jetzt das Spiel hier immer manuell einstellen. Das nervt ein bisschen. Da stimmen die Daten meistens nicht so richtig. Oh. Naja, geht so auch. So, warten, bis hier eine Lücke läuft. Mist. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Abschluss schön schlecht, sehr schön. Oh, wie das dabei ist. Und er haut's rüber. Und wie vor allem. Eckstein, Mensch, das hast du vorher besser gemacht. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los? Ich muss jetzt gucken hier. So. Jetzt bin ich wieder dabei. Abseits. Was war das jetzt? Schwalbe? Hä? Nee, doch, abseits. Ja, jetzt pfeift der abseits. Ist klar. Ich dachte schon 11 Meter. Schon Schreck gekriegt. Oh, oh, Mitte ist frei. Nein, kein Anschlusstreffer. Oh. So, gut. Halbzeit sieht schon mal gut aus. 2-0 für Werder. Die Fans freuen sich auswärts. Die Führung ist immer gut, die Leverkusener pfeifen rum. So sieht es im Moment aus. Die Statistik zur Halbzeit, hier sind die Tore. Ja, läuft. So, weiter geht's. Die Zuschauer pennen noch. Jetzt kommen sie langsam. Oh. Boah, aus dem Netz. Schweinert. So, ein paar Minuten müssen wir hier noch durchhalten. Aber bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Ball halten ist auch immer eine gute Taktik. Ein bisschen Zeit runter spielen hier. Und dann gucken, dass man irgendwie nach vorne komplett nochmal ein Tor schießt. Aber da sind meine
Spieler gerade komplett falsch gelaufen, so wie ich es nicht haben wollte. Ich weiß gar nicht, wie man es überhaupt beeinflussen kann, ob man irgendwie an der Tastenkürze irgendwie sagen kann, hier Leute, lauft jetzt da und dahin. Ich glaube ähnlich, ne? Ich glaube, das geht so nicht. Oh, viel zu eng hier, viel zu viele Leverkusen in der Nähe eines Werder-Spielers. Ah. Ich bin mal gespannt, wie lange Eckstein noch bei Werder bleibt, weil er hat eigentlich eine gute Form. Wie gesagt, er wird auch immer besser von Spiel zu Spiel. Ich glaube, der ist 21 Jahre jung, glaube ich. Eigentlich so ein gutes, sehr gutes Talent im Moment, aber mal gucken, wie lange er das hier noch halten können. Also wer da natürlich dann, hoffen wir alle nicht, absteigen sollte, dann ist Eckstein auf jeden Fall weg. Definitiv viele andere Spieler natürlich auch. Ah, das wäre echt dann wirklich wieder richtig bescheiden. So, die Leverkusener stehen ziemlich gut. Moment. Kommen wir kaum vorbei, Moment. Stellen die Räume zu und alles. Sieht gerade nicht so gut aus für ein drittes Tor. Eher für einen Ausgleich. Beziehungsweise Anschlusstreffer. Ausgleich natürlich nicht. Ja, das ist ein Ender. Hä? Okay. Den Ball gerade rausgekickt? Das habe ich noch nie gesehen. Von der KI. Nur damit eine Auswechslung stattfindet. Okay. Na, ich kriege im Moment nichts hin. Sorry dafür. Aber irgendwie steht hier vorne auch keiner zum Anspielen. Das ist ein bisschen komisch. Oh, der ist wieder gut frei da. Oh Mann. Also ab und zu laufen die echt richtig komisch, die KI. Also das ist ein bisschen nervig ab und zu. Krise hier. Oh, schade. Nach langer Zeit waren wir vom gegnerischen Tor hier. Ja, nein. Schade. Ja. Haha, was abseits? Nee, ne? Ping-Pong-Ball. Das ist ein Hattrick von Eckstein oder was? Ja, ich glaube, das ist ein Hattrick. Machen wir mal an. Nachschuss. Maximilian Eckstein. Eckstein. Alles muss versteckt sein. Ja. Läuft. Astrid Hattrick. Oh. Wow. Pavlenka hält wieder. Läuft bei ihm. Gerade wieder gedrückt, wie blöd. Boah. Dass der Ball rausgeschlagen wird und er macht irgendwie so ein Brustding. Ich habe keine Ahnung, warum er das jetzt gemacht hat. Aber so habe ich es definitiv nicht gedrückt. Weg damit. So, Angriff. Oh, da haben wir einen Anschlusstreffer. Verdammt! Aber sehr schön gespielt, gucken wir uns mal an. War eigentlich auch Luck. Also gut, einfach abgezogen und dann gute Schusstechnik einfach und dann. Naja, gut. Ja, so ein Eckstein-Ding war das. In Dortmund. Brand, okay. Ja, gut, ich glaub's. So, jetzt kann ich hier nochmal. Vielleicht oder auch nicht. Ränder wieder gegen, die Leute gegen. Jetzt haben sie wieder ein bisschen Aufwind, Leverkusener.
Eigentlich ist auch Leverkusen ganz oft immer ein Aufbaugegner für Werder gewesen in der Vergangenheit. Was ist das, ein wunderschönes Ding gewesen? Ding Dong! Gut, Bartels ist gerade verletzt, der ist gerade nicht drin, normalerweise, aber denken wir einfach an ihn und dann schönes Tor. Guter Pass, schönes Tor. Sauberst. Schön Außenriss ins rechte Eck. Ja, nice. So, Leverkusen hat nichts mehr zu lachen. Wäre da vielleicht doch. Vielleicht kommen sie endlich mal unten aus dem Abstiegsring raus da. Mal gucken. Ja, wie das hier offen wird hier. Eigentor? Eigentor, ich lache mich tot. Die KI schießt noch ein Eigentor. Ja, 5-1. So kann's gehen. Sehr nice. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ja, cool. So in Bedrängnis geraten, dass man das Ding einfach mal selbst ins Tor haut. Oder vielleicht Wettbetrug? Man weiß es nicht. Was? Was war das denn? Erst passieren hier ganz komische Sachen. Ach, Mist. Oh, schade, Absatz. Naja, macht auch nichts. Hauptsache, viele Tore, lustige Tore, und dann sind wir dabei. Ups. Was? Geil. Ach, schade. War Freistoß. Was sagen, was ist jetzt los? So, ein paar Sekündchen noch, dann ist das Spiel vorbei und wer da gewinnt auswärts? Weiß ist noch eine Ecke. Wow. Oh, stehen die bei mir, die Leverkusener. Lauf! Ach, schade. Hätte doch mal Pass spielen sollen. Die standen da unten ziemlich frei. Aber gut, nicht so schlimm. Ja, Abpfiff, Werder gewinnt auf Leverkusen und wie heißt das? 5-1. Schönes Spiel eigentlich. Lustiges Spiel vor allem. Eckstein hat alles gerissen hier. Ja, gucken wir uns mal kurz die Statistik an. So sieht's aus. Damit bin ich zufrieden. Und ihr hoffentlich auch. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten FIFA-Wett. Reingehauen. Tschüss.